Sachsen. Da spielt dieser Stein eine wichtige Rolle. Ein Stein, der als lebensgefährliche Waffe benutzt wurde. Gesucht wird jetzt der, der ihn von einer Brücke bei Bautzen auf das Auto einer 62-Jährigen geworfen hat. Was Heidemarie Tröger erlebt hat, ist der Albtraum eines jeden Autofahrers. Ich habe geglaubt, das Auto explodiert, was auch immer da vorging in dem Moment. Aber ich hatte einfach Angst. Samstag, der 31. Mai. Heidemarie Tröger hat das schöne Wetter ausgenutzt und den Tag in ihrem Garten verbracht. Gegen 18 Uhr will sie schnell nach Hause, weil ihre Enkeltochter zu Besuch kommt. Ausnahmsweise fährt sie deshalb die kurze Strecke mit dem Auto. Es ist 18.15 Uhr. Auf ihrem Heimweg liegt das Viadukt am Albrechtsbach. Dort muss sich zur gleichen Zeit der Täter aufgehalten haben. Heidemarie Tröger ahnt nicht, dass sie in Lebensgefahr schwebt. Gegen 18.20 Uhr fährt sie unter der ersten der beiden Eisenbahnbrücken hindurch, die zu dem Viadukt gehören. Und dann passiert das Unfassbare. Als ich so ein paar Meter hinter dem Viadukt war, knallte es ganz plötzlich. Und ich war starr und habe gedacht, na ja, irgendwas explodiert. Dann war ich aber untätig. Ich habe vom Lenkrad geklemmt und habe gedacht, was machst du jetzt? Was passiert jetzt? Nach dem ersten Schreck steigt Heidemarie Tröger aus und sucht nach der Ursache für den Knall. Da entdeckt sie hinter dem Wagen einen Stein. Und dann auf dem Dach Einschlagspuren. Das Auto ist gerade 3 Monate alt. Jetzt steht für sie fest, es hat jemand einen Stein von der Brücke auf ihr Auto geschleudert. Die 62-Jährige hat noch einmal Glück gehabt. Das kann im schlimmsten Fall natürlich dramatische Folgen nach sich ziehen. Stellt man sich vor, man fährt auf eine Brücke zu, plötzlich kracht es, ein schwerer Gegenstand ist von oben auf das Auto gefallen, möglicherweise auf die Frontscheibe. Die würde zersplittern, im schlimmsten Fall durchschlagen werden. Und wir kennen ja auch Beispiele, wo sowas schon tödlich geendet ist. Heidemarie Tröger steht nach dem Steinwurf unter Schock und fährt sofort die wenigen 100 Meter nach Hause und alarmiert die Polizei. Erst jetzt fällt ihr ein, dass sie überhaupt nicht nach dem Täter Ausschau gehalten hat. Und sie fährt noch einmal mit dem Fahrrad zur Brücke zurück. Ich bin eigentlich ganz feige und ich habe mich gar nicht richtig wieder an dieses Viadukt rangetraut. Ich habe gedacht, na ja, einfach nur mal schauen, ob hier jemand rumläuft. Und dann fragst du, ob jemand gesehen wurde. Und tatsächlich trifft sie dort ein junges Pärchen, das zum Tatzeitpunkt gegen 18.20 Uhr etwas beobachtet hat. Das Paar hat einen möglichen Zeugen gesehen. Einen Radfahrer, der auf dem stillgelegten Eisenbahnviadukt unterwegs war. Von hier oben muss er einen guten Blick auf die zweite Brücke gehabt haben und konnte möglicherweise den Täter sehen, der den Stein geworfen hat. Der Steinwurf. Ein Schock, der tief sitzt. Trotzdem ist Heidemarie Tröger mit uns noch einmal an den Tatort zurückgefahren. Ich habe panische Angst. Mit dem Fahrrad traue ich mich gar nicht mehr so richtig hier durch. Mein erster Blick geht immer erst nach oben. Und mit dem Auto, naja, ich fahre langsam ran, weil das ja sowieso eine 30er-Straße ist. Und dann gebe ich richtig Gas, damit ich schnell vorbeikomme. Jetzt sucht die Polizei noch einen weiteren Zeugen. Ungefähr dort, wo jetzt das Polizeiauto steht, soll ein silberner Pkw gestanden haben. In dem saß ein junger Mann. Vielleicht hat er was gesehen und kann uns bei der Aufklärung dieser Tat helfen. Der silberfarbene Pkw parkte unter den Eisenbahnbrücken in unmittelbarer Nähe des Tatorts, als der Steinwurf passierte. Der Fahrer des Pkw hatte die Tür geöffnet und möglicherweise vor oder nach dem Steinwurf den Täter beobachtet.
haben Sie am frühen Samstagabend am 31. Mai gegen 18.15 Uhr auffällige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Viaduktes am Albrechtsbach in Bautzen bemerkt? Waren Sie dort mit dem Rad unterwegs? Oder sind Sie der Fahrer des silbernen Autos, das dort gestanden hat? Dann könnten Sie ein wichtiger Zeuge in dem Fall sein und werden dringend gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Alle Hinweise zu dieser Sache nimmt die Kripo Görlitz entgegen. Telefonnummer 03581 468 224.